Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Mr. Whiteside ist am Start. Und ja, wir sind wieder in Detroit, nachdem wir das Dub-Turnier in San Diego, California gewinnen konnten. Und ja, nun werden wir ein bisschen... Was? Okay. Alles klar. Bevor wir zum SLR McLaren gehen, versuchen wir uns noch mal am Spider. Und danach fahren wir da noch das Turnier hier um den 49er Fleetland, um den Hard Rod. Und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein dickes Ding. Denn dann geht's auch schon so langsam auf die Zielgeraden zu. Er ist auf einer Hot Match, das ist mir völlig lattens. Wir sitzen in unserer Corvette. Und wo fährt Spider hin? Die Spider-Murphy-Gang. Der kümmert sich wohl um den Skandal im Sperrbezirk. Wer das Lied noch kennt. Neue deutsche Welle. Eine gute Welle. Damals in den 80er Jahren. Und ja, Rennen 3 von 4. Da sind wir mal gespannt. River Dash, $5000, Fixstrecke. Es ist das letzte Rennen. Stand da nicht gerade 3 von 4? Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Aber egal, guck ich nachher noch drüber, wenn die Aufnahme aufgenommen ist, fertig aufgenommen ist. Erstmal zwei sitzen wahrscheinlich auf einer Hot Match. Beziehungsweise auf Choppers, Bikes, etc. Da haben wir mit unserer Corvette, mit unserer C5, mit der größten Corvette, die es ja je gab, einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen. Der musste jetzt sein, rum. Da ist mir der Charger im Weg gewesen und ich habe voll die Ausfahrt vermasselt. Ich habe ein bisschen Husten, bin ein bisschen krank, aber ich setze mich ja jetzt hier erstmal hin und mache für euch mal ein bisschen was. Wobei da ja sowieso schon von mir kaum was zu sehen bekommt. Aber gegen Ende des Jahres wird es hoffentlich etwas besser. Ich plane mir eine Elgato zu holen. Und wer weiß, was dann kommen mag. Gran Turismo 6. Vielleicht sogar Grand Theft Auto 5. Da muss ich mal ein wenig überlegen und auch ein wenig euch fragen, was ihr denn nach Midnight Club denn gerne sehen wollt. Ich biete sogar an, GTA 5 zu Let's Playen. Und ich habe gesagt, ja, ich will das nicht, weil das ja schon die großen YouTuber gucken, die großen YouTuber das schon Let's Playen. Aber wer weiß, vielleicht werdet ihr Grand Theft Auto 5 auf meinem Kanal zu sehen bekommen, da ich ja schon ein paar Tricks und Kniffe drauf habe. Weil ich das Spiel auch ununterbrochen am Suchten bin, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Oh. Alles klar, das können wir uns am besten abstreichen gleich beim ersten Versuch. Wissen wir auf jeden Fall erstmal, wie wir das hier handhaben können. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie ein bisschen was rausholen kann. Ich meine, zweimal Nitro habe ich noch. Aber es wird eng. So. Vierter sind wir schon mal. Okay. Ja, scheiße. Windschattenboost können wir uns nicht holen. Dafür werden wir...
fast sogar noch Vierter. Okay, da sollte ich wahrscheinlich mit Fokus langsam drüber ballern. Würde ich jetzt sagen. Einmal los. Wenn wir diesen Spider schlagen, dann sind wir ja doch schon gut dabei. Wie schon in den früheren Teilen gesagt, ich habe Midnight Club 3 noch nie zu Ende gespielt. War ja schon bis in Detroit. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ist. So. Links gehalten. Wie? Da verpasse ich die Scheiße. Alter, wieder. Nicht schon wieder. Ups. Da ist er noch. Anfang. Ja, ohne Crashing geht es leider nicht. Alter, der hat einen Shot genommen. Holy moly. Das Auto kippt. As I expected. Ja, das ist der Nachteil bei Focus. Wenn du zu stark die Kurve nimmst, dann kann das sein. Hier. Habt ihr wieder gesehen, das Auto war schon wieder am Kippen. Und das ist ein klitzekleines Problem. Aber sonst ist das recht nützlich. Fokus. Ich muss mal wieder ein paar Fokusbatterien aufladen und zweimal Nitro Boost muss ich behalten. Oh, 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 oh. Gut, 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 gut. Oh, das war aber todesmutig, mein Kollege. Na, wann bleiben die ersten Pappenheimer, die mit dem Nitro Boost rumspielen? Ja, am besten hier, wenn man diese Kurven mit Fokus nimmt. Mhm. Vielleicht sollte ich an der Stelle auch mal, wenn das jetzt nicht klappt, beim nächsten Mal sollte ich das dann auch lieber sein lassen mit dem Fokus und dann das stattdessen für die darauf irgendeine Kurve das aufzubewahren, weil das ist jetzt der dritte Versuch und ich fahre die Scheiße zum dritten Mal geradeaus anstatt links. Tschüssi. Ja. Oh. Ja, der Bus. Oh, das war ein Fehler. So, jetzt muss ich aber Nitro benutzen, ansonsten komme ich gar nicht mehr nach vorne. Ja, komm, geh mal her. Nehme ich doch dankend an. Genauso wie die allseits schon kaputten Mauern. Ja, der passt jetzt. Der passt jetzt. Nö. Kommst du nochmal einigermaßen gut rum. Es war ein bisschen zu hektisch da. Nein, 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 nein. Immer wieder muss ich dann zum Schluss dann noch am Verkehr hängen bleiben. Genau, ich nehme das Bike mit und kann gleich wieder neu starten. Es fängt wieder an. Ich weiß nicht, bei den ersten Versuchen bin ich das Rennen doch eigentlich super gefahren.
Nur das halt mit dem letzten Sprung, da ging das etwas in die Hose. So, wir halten diesmal auf der rechten Seite. So. Und jetzt. Wer hat mir da bitte schön gerade einen von der Seite mitgegeben? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Oh. Puh. Gerade nochmal Glück gehabt. Oh, Bus. So, der knallt. Das hat man schon gesehen, dass der sein Auto nicht fangen kann und links den. Wo hat er da bitte schön eine Abkürzung genommen? Ich habe da keine einzige Abkürzung gesehen. Das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ja, die Kurven, die sind mit 180 Meilen pro Stunde, das sind fast 290 Stundenkilometer, die sind halt ein bisschen scheiße zu fahren. Wo meine ich nur ein bisschen, die sind übel scheiße zu fahren, wenn du da mit dieser Ultrageschwindigkeit da durchfährst. Das ist, da kriegst du wirklich Angstzustände, dass du da irgendwie quer gehst. So. Erster Nitro Boost. Ich muss gucken. So, jetzt Fokus nutzen. So, das Auto bleibt gerade. Nun muss ich. Wo ist das Ziel? Okay, brauche ich einfach nur geradeaus. Durch! Und da haben wir es. Ich find's cool. Jetzt haben wir endlich den Spider geschlagen. So, 108.000 Dollar. Neue Chopperfelgen wurden angeliefert. Spider ist als Fahrer verfügbar. Dann interessiert mich die Bohne. Denn ich möchte jetzt mal schauen, ob wir schon die Gruppe A-Fahrzeuge haben. Würde ich als nächstes meinen Blick drauf werfen. Na, und danach gibt's das Friedlein-Turnier. Jawohl. So, wir haben die Werkstatt. Das sind wir, der grüne Punkt. Also, okay, ist nicht weit weg. Da brauche ich noch niemand zu springen. Vinces. Kiyoshi sucht Konkurrenz. Er fährt eine Aprilia. Aha. Alles klar. Jetzt brauchen wir ein fettes Upgrade. Am besten das in die Corvette reinpumpen. Das wäre wohl echt das Sinnvollste, denn mit dem Wagen gehe ich momentan sehr gut ab, das hat man in den letzten Part gesehen mit dem Dub-Turnier in San Diego. Das ging auch eigentlich gar nicht so schlecht. Anscheinend können wir nichts machen. Gucken wir mal. Sind die Gruppe A-Fahrzeuge schon frei? So, hier haben wir noch ein paar Muscle Cars, Gruppe B Choppers, SUVs, Trucks, Limousinen. Ist noch nicht frei. Verdammt. Naja, komm, probieren wir mal das Dub-Turnier mit dem, also das Friedland-Turnier mit dem SL55 AMG. Nee, der sieht zwar geil aus, aber ich bleib bei der Corvette.